Gedankenmanipulation ist nicht länger wirksam. Sie weiß, dass Caroline und ich Vampire sind. Hör zu, ich muss jetzt los. Wir reden noch. Wo willst du hin? Ich fahre nach Hause. Savannah ist nicht dein Zuhause, Stefan. Es ist nur ein Zufluchtsort. Ein Versteck. Das hier ist dein Zuhause. Nein, das war mal mein Zuhause, aber ich kann die Stadt leider nicht mehr betreten. Deswegen habe ich ein neues Zuhause. Das heißt, dass du alles hinwirfst? Für ein gefaktes neues Leben? Mein gefaktes neues Leben war vorbei, als Enzo meine nicht gefakte Freundin umgebracht hat. Ivy. Also werde ich jetzt nach Hause fahren, werde meinen Kram packen und neu anfangen. Mal wieder. Und dein Leben hier erklärst du für nicht existent. Du wärst überrascht, wie leicht es ist, die Vergangenheit zu vergessen, Elena. Das kaufe ich dir nicht ab. Du hast deinen Bruder verloren. Dir kann's unmöglich gut gehen. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Es ist ja nicht das erste Mal. Ich habe da ein System. Zeig's mir. Beweis mir, dass es funktioniert. Wenn ich glauben kann, dass du wirklich glücklich bist, dann lasse ich dich gehen. Aber wenn ich's dir nicht abkaufe, was wahrscheinlich der Fall ist, sitze ich dir im Nacken, bis du nach Hause kommst. Und damit meine ich, ich sitze dir im Nacken auf die fiese Enzo-Weise. Deal? Natürlich. Und was ist mit unserer Ausreißerin, Sarah? Naja, wir können nicht nach Mystic Falls rein. Und das bedeutet, es liegt bei Matt und Jeremy.